Ich darf heute schon zum zweiten Mal zu unserer Schuleröffnungsfeier begrüßen, und zwar besonders die Schülerinnen und Schüler, die in dieser Woche Präsenzunterricht haben. Ich begrüße natürlich auch die Eltern, die von zu Hause auch aus zusehen. In diesen besonderen Zeiten und nicht ganz einfachen Zeiten brauchen wir besonders den Segen von oben, und darum bitten wir in dieser Feier. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken? Und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an. Sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Weshalb macht ihr euch so viele Sorgen um eure Kleidung? Seht euch an, wie die Lilien auf den Wiesen blühen. Sie mühen sich nicht ab und können weder spinnen noch weben. Ich sage euch, selbst König Salomo war in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so prächtig gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar die Blumen so schön wachsen lässt, die heute auf der Wiese stehen, morgen aber schon verbrannt werden, wird er sich nicht erst recht um euch kümmern? Vertraut ihr Gott so wenig? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben? Und was werden wir trinken? Und was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt.
Dieser Text scheint fast ein wenig zynisch in der Situation, wo wir im Moment leben, mit den Herausforderungen der Zeit und des Virus. Aber der Text sagt, lebt im Jetzt. Unsere Gedanken sind natürlich meistens in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Ich sage mal, wenn wir jetzt die meisten Dinge, wahrscheinlich nicht alle, aber die meisten Dinge gut und richtig machen, dann sorgen wir bestens auch für die Zukunft vor. Und wir dürfen uns in seine Hände legen, all unsere Sorgen und Bedenken, die wir haben. Liebe Schülerinnen, liebe Lehrpersonen, liebe Angestellte der Verwaltung, liebe Schulwartinnen, herzlich willkommen zurück an unserer Schule. Einen besonderen Gruß sende ich hinaus zu den Eltern, die vielleicht dieser kleinen Sendung folgen. Wir feiern heute unsere Schuleröffnungsfeier. Es ist uns nach längerer Schließung gelungen, unsere Schule wieder zu öffnen. Es ist gelungen, unsere Schulgemeinschaft endlich wieder zusammenzuführen. Ihr, liebe Schülerinnen, seid wieder da und ihr erfüllt unsere Schule, unsere beiden Gebäude mit Leben, Lachen und Freude. Und das freut natürlich auch uns ganz besonders. Zusammen mit euch wollen wir uns nun auf die Reise durch das Schuljahr 2020/21 begeben. Dieses Schuljahr bietet uns eine Reise mit vielen Unbekannten. Vieles an diesem Schuljahr wird nicht planbar sein. Oft werden wir kreative Lösungen finden müssen. Jeden Tag werden wir wohl vorsichtig sein müssen. Manches an dieser Reise mutet abenteuerlich an, vieles vielleicht auch unwirklich, und dennoch bin ich überzeugt, dass dies eine spannende Reise wird. Lasst uns nun mutig diese Unternehmung in Angriff nehmen, diese Reise beginnen.
Wenn wir gut zusammenhalten und aufeinander aufpassen, wenn wir Solidarität leben, dann bin ich überzeugt, wird sich der Schulerfolg einstellen und wir werden auch die Gesundheit garantieren können. Wir werden aufeinander aufpassen können. Vielleicht ist es noch nie so sehr auf den Zusammenhalt angekommen, auf das gegenseitige Aufpassen. Der bekannte Formel-1-Fahrer Mika Häkkinen hat den folgenden Satz geprägt: Du gewinnst nie allein. Am Tag, an dem du das glaubst, fängst du an zu verlieren. Tatsächlich ist es so, dass er zwar als Einzelkämpfer erscheint in seinem Formel-1-Wagen, dass aber dahinter ein ganzes Team steht, eine Mannschaft, eine Frauschaft, die im gegenseitigen Zusammenspiel ersten Erfolg ermöglicht. Und genau so wollen wir es halten. Genau so, davon bin ich überzeugt, werden wir es halten. Und so werdet ihr euch auch verhalten. Wir werden zusammenstehen, wir werden dieses Schuljahr zu einem guten Schuljahr machen. In diesem Sinne noch einmal ein herzlicher Gruß hinaus in die Klassen. Macht's gut und habt ganz viel Erfolg. Guter Gott, wir vertrauen auf dich. Vielen Menschen auf der ganzen Welt geht es nicht gut. Sie sind unsicher, viele haben Sorgen, viele sind krank. Wir stehen heute vor dir als Teil dieser Menschheit. Wir beginnen ein neues Schuljahr. Wir spüren Unsicherheit und Angst vor der Zukunft. Aber wir vertrauen darauf, dass du uns mit Mut, Freude, Zuversicht und Kraft erfüllst. Guter Gott, wir vertrauen dir die ganze Schulgemeinschaft an. Jene, welche in diesem Jahr andere Wege gehen, die letztjährigen Maturanten, unsere Lehrer Joe und Charlie und unseren geschätzten Direktor Hans-Jörg Krocker. Wir bitten dich besonders für die neu dazugekommenen Schülerinnen und Schüler, für die neuen Lehrpersonen und unsere neue Direktorin, Frau Isolde König, dass wir zusammenwachsen und uns gegenseitig eine Stütze sind. Bitte hilf uns, miteinander ein gutes Schuljahr zu gestalten. Guter Gott, nimm unsere Verstorbenen, Verwandten und Bekannten bei dir auf und schenke ihnen Freude bei dir. Wir denken ganz besonders an Ursula Lamprecht. Guter Gott, wir bitten dich um deinen Segen. Erfülle uns mit deiner Kraft und mit deiner Liebe. Und damit dieser Segen bis in die Klassen gelangt, wollen wir dieses alte Ritual, das euch bekannt ist, dieses Weihrauchritual dazu verwenden, um den Segen in die Klassen zu bringen. Und zwar kommen jetzt unsere Ministranten damit und bringen den guten Geist und vertreiben alle schlechten Geister. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft, ein reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem, was du tust, dass du auch in Stürmen sicher und im Frieden in dir ruhst. Ich wünsche dir diesen Segen. Ich wünsche dir Gottes Segen. Menschen, die dich in die Weite führen.
Gottes Segen. Entfalte alles, was du in mir spürst, die Dinge, die dir liegen. Auch wenn du mal gewinnst und mal verlierst, bahn neue Wege. Probier dich einfach immer wieder aus, lass dich nicht verbiegen. Lebe mutig, offen, geradeaus, ich wünsch dir diesen Segen. Gott segne dich, behüte dich, erfülle dich mit Geist und Licht. Gott segne dich. Erhebe dich und fürchte nichts, denn du liebst. Manchmal ist die Hand voll.